Als nächster am Wort von der FPÖ, Christian Lausch. Ruhe aus. Ja, ich glaube, Österreich ist ein sehr gut verwaltetes Land. Kann man immer wieder feststellen, dass im Großen und Ganzen in Österreich die Verwaltung sehr, sehr gut funktioniert. Und von da auch einmal ein herzlicher Dank auch einmal an die Verwaltungsbehörden. Natürlich sind natürlich Beschwerdefälle in dieser Anzahl. Natürlich zeigen sie auf, wie wichtig aber die Arbeit der Volksanwaltschaft als Ganzes ist, der Volksanwälte und ihren Mitarbeitern und wie sie auch von der Bevölkerung, und ich denke, das ist das Wichtigste, angenommen wird. Es ist eigentlich eine große Ehre, natürlich jetzt am Arbeit, wenn es Beschwerdefälle gibt, die zu bearbeiten, aber ich glaube auch eine hohe Auszeichnung, dass sich so viele Menschen erinnern, dass es die Volksanwaltschaft gibt und dass man sich an die auch wenden kann. Das ist, zeigt für diese gute Arbeit. Ich glaube, weil es heute schon erwähnt wurde, dass natürlich die Corona-Maßnahmen jetzt nach Corona, wird es natürlich sehr wohl auch wieder eine Mehrarbeit für die Volksanwälte geben. Es wird natürlich auch den einen oder anderen Missstand in der Verwaltung geben. Und da wird es dann Beschwerdefälle geben. Also ich glaube, die werden nicht weniger werden, die werden mehr werden. Zu den zwei Berichten, sehr praxisnahe Probleme bei der Verwaltung der digitalen Vignette. Also wenn man heute umzieht, einen Bezirkswechsel vornimmt, dann vergisst man sehr, sehr gerne, dass man auch die Nummerntafel, also an die neue Vignette angleichen lässt und dann fährt eine sogenannte Ersatzmaut und das kann dann so doch einiges ausmachen, wenn man diese Strecke öfters fährt, fällig und da wäre es wichtig, wie es auch die Volksanwaltschaft vorgeschlagen hat, dass man hier die Versicherungen, die Versicherungsinstitute in die Pflicht nimmt und dass die darauf hinweisen, wenn so ein Fall ist, dass hier auch die um Angleichung des neuen Kennzeichens an die digitale Vignette vorgenommen wird. Analysen bei Selbstmorden, Suizide ist eine wichtige Sache. Ich glaube, das ist eines der schrecklichsten Sachen, Selbstmorde, Selbstmordversuche. Hier hat die Volksanwaltschaft vorgeschlagen, dass es hier die Arbeitsgruppe Suizidprävention den Vorschlag aufzunehmen, dass hier Analysen vom Innenministerium gemacht werden. Es wurde bis dato zwar angekündigt 2019, aber nicht durchgeführt. Man hat sich hinter den Datenschutz versteckt. Aber ich glaube, Menschenleben retten muss vor Datenschutz sein. Und ich glaube, jeder verhinderte Suizid ist wichtig. Und somit sollte man sich da durchringen, um hier und hier die Anregungen der Volksanwaltschaft aufnehmen. Die Volksanwaltschaft ist natürlich nur so gut, ist ein Hilfsorgan des Parlaments, wenn der Gesetzgeber, also wir alle, die Empfehlungen der Volksanwaltschaft aufnehmen, umsetzen. Mich freut es ganz besonders, es ist heute schon mehrfach gefallen, dass auch staatsnahe, ausgegliederte Rechtsträger, wie zum Beispiel die ASFINAG, direkt von der Volksanwaltschaft geprüft werden können. Ich denke, wenn alle, und das ist ein großes Lob an alle drei Volksanwälte, haben sich im Ausschuss dafür ausgesprochen. Ich glaube, das ist schon ein Weg in die richtige Richtung. Jetzt liegt es nur mehr an den Gesetzgeber, also an uns, auch das möglich zu machen. Und ich glaube auch, der Innenminister sollte vielleicht auch umdenken bei den Selbstmorden, bei den Suizidversuchen, hier Analysen durchzuführen, weil jedes Menschenleben zu retten ist wichtiger als jeder Datenschutz. Dankeschön.